Genau. Hallo, liebes Publikum. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem wunderschönen Interview hier im wunderschönen Park. In M Punkt. NM-Punkt, genau. Ich habe hier bei mir einen wunderschönen Gast, Manuel Was? S-Punkt. Also Gast meinte eigentlich, ja. Möchte uns ein paar Worte erzählen zu der Firma Park Outdoor. Wenn Sie zuerst mal ein paar Worte erzählen könnten, was macht Parker Auto? Ja, Park Outdoor ist eine Outdoor-Firma, wie der Name schon sagt. Kommt aus dem wunderschönen Übersee am Chiemsee, direkt am Chiemsee. Wir haben mittlerweile zwei Hochseilgärten und im Olympiastadion eine Flying Fox, also eine Seilrutsche. Oh, das hört sich Richtig interessant an. eine klasse Eigenschaft mal in München. Einfach mal Uni aus, direkt in den Olympiapark rein, Das verstehe ich. hoch aufs Dach und dann einmal komplett über das Stadion rüber cruisen. Das Das hört sich sehr macht interessant an. richtig Spaß. Also. Was ich mir als armer Studenten die Frage stellt, ist, wie viel kostet denn der Spaß? Also momentan zur WM, zur Weltmeisterschaft vom Fußball, haben wir Specialpreise und zwar für Studenten nur 20 Euro. Für 20 Euro, 20 also Euro. ich denke, für einen schönen Flug kann man schon mal 20 Euro ausgeben. Auf jeden Fall. Ja, natürlich interessiert uns auch mehr zu Ihrer Person. Wie sind Sie zum Parker Auto gekommen? Ja, die Freundin vom Geschäftsleiter ist, nein, andersrum, meine Ma ist die. Die Freundin vom Über die Geschäftsleiter. Familie ist kleiner. Ah, über die Familie. Ja, das ist. Ich meine, das stellt ja nicht die heutige Zeit, finde ich, gut dar. Beziehungen sind immer wichtiger. Auf jeden Fall noch. Und für unsere Zuhörer heißt es, baut Connections auf. Baut Connections auf. Du kannst das ja sicher bestätigen, oder? Dass Connections sehr Ja, wichtig sind. doch, doch, kann ich. Aus eigener Erfahrung. Ja, Park Outdoor. Wie hoch ist denn das Olympiastadion? Weißt du das? Ja, das kommt drauf an, also Es kommt drauf an, ja. rund 40 Meter, also das Rund kann 40 an Meter. manchen Stellen bis zu 45 Meter Höhe circa. Wir gehen bis auf 37 Meter Höhe hoch und dann einmal komplett einmal rüber, das sind dann 200 Meter Länge. Also Ja, und wie schnell ist wird man da? übrigens 60 km/h. Wirklich 60 Stundenkilometer. Vollgas geht da einmal rüber und das ist mit 200 Meter Länge die längste Seilrutsche in ganz Europa. Also echt mal ein oder mehrere Besuche wert. Gut. Ja, meine Frage wäre jetzt noch, macht dir das Arbeiten schon Spaß? Auf jeden Fall, das ist super, das ist Sport gleichzeitig, man kriegt sogar Geld dafür. Ach ja. Macht Spaß. Und Englisch sprechen darf man auch noch Englisch gelegentlich. sprechen, ja. Kannst du uns vielleicht so ein kurioses Erlebnis erzählen, was du so in letzter Zeit erlebt hast? Ja, ich habe einen nicht eingehängt und danach ist er runtergefallen. Gut, ja, das war ein Joke, Nein, Joke nein, hier! nein, Und weiter kurioses geht's. Erlebnis. Ja. Ja, heute vor der Show hast du mit euch was erzählt. Das war anders. Ich glaube, eine Araberin war es. Ja, eine Araberin. Genau, eine Araberin. Da kannst du uns so kurz was erzählen. So eine Ja, schöne kurze Story. da war so ein Mädchen Ein Märchen, mit ja. ihrem Vater. Okay. Vollkommen eingemummt. Eingemummt, ja. Wunderschön. Keine Ahnung, Wunderschön, weil sie ja. eingemummt war. Ich wollte den Gurt anziehen, durfte es aber nicht, da die. Übrigens war es keine Araberin, es war eine. Okay, Entschuldigung. Pyramidenland, wie heißt es? Ein Ägypterin. Ägypterin, so Eine heißt es, Ägypterin, okay. verdammt. Genau. Ja. genau. Und ich durfte aufgrund des islamischen Glaubens nicht ihren Gurt anziehen, da ich sie Okay. irgendwie, ich sage es mal, unsittlich berühren könnte. Okay, Und ja. deswegen habe ich halt ihrem Dad den Vortritt lassen können. Ich meine, ja, ich mein, Dad ist es ein eventuell nicht gerade besser, aber hey. Ja. Oh ja, stimmt, ja. Das Das ist aber das ist, glaube ich, aber irgendwie das ist, einfach, oder? Also. ja, das ist, glaube ich, ein bisschen die Kultur da irgendwie. Ja gut, Aber passt ja. ich finde, solche Chancen sind eigentlich gut, dass du auch die Kultur kennenlernst. Ich meine, deine Arbeit, ich Vor allem meine, die du verdienst Kultur. einigermaßen Geld, du hast Spaß, du lernst Ja, die doch. Kultur kennen. Ich meine, wer kann das schon von seiner Arbeit sagen? Die BWLer, die immer im Büro hacken, nicht. Genau, zum Beispiel, Nein, da Spaß. sieht man, was man machen kann. Manuel, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ja. Ich habe ein Haus zu beschenken. Und zwar Ein Haus mein. hat er zu verschenken, einen hat er natürlich nicht zu verschenken. Hätte ich aber fast gehabt. Hätte er aber fast gehabt. Also, Naja, ja, bis zumindestens. vor 2 Wochen noch, ehrlich. Echt, ehrlich, Ja, cool. über meinen Chef. Echt? Cool. Ja. Ja, aber da ich das haben will, wollen wir es nicht weiter der Worte So ist darüber es. verlieren.
Ja. Aber reden wir nochmal über Alex E. Nein, 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 über mich reden wir natürlich nicht. Ich bin hier nur der Moderator. Okay. Manuel, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Ja, ciao. C'est la vie, c'est la vie. Salve. Au revoir. Und ja, man hört sich. Ciao. Ciao.